It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zum nächsten Teil des Cheater-Experiments. Der Rank ist jetzt ja von Anfang an am Start. Das heißt, ich hoffe, dass mir diese kompletten Müll-Games jetzt erstmal ein bisschen gestohlen bleiben. Also jetzt nicht zwingend Hacker, aber halt Games, in denen ich mit 2-3 Hackern in meinem Team gegen 2-3 Hacker im anderen Team spielen muss. Ich predikte jetzt einfach folgenden Videotitel. Diesmal hat keiner gehackt? Ausrufezeichen? Fragezeichen? Nee, endlich keine Hacker mehr? Das ist viel zu provokant. Alle so, warum? Wurden die gebannt? Wurden sie nicht? Clickbait! Endlich mal keine Hacker. So, das macht Sinn. Achso, und bitte eine schnelle Spielfindung. Komm schon, gönn. Ah. Oh, das sind sogar schon alle da. Wahnsinn. Komm, geh LHF. Hallo, Team. Hallo. Hi, geil! Direkt was anderes, direkt was anderes. Gottes Willen, überleg mal die anderen Dinger, wo drei Leute nicht gesprochen haben und davon 800 gehackt haben. Love you. Okay. One ist on mid. Aha, all B und einer ist auf Mitte. Lügenbaron. Mitte ist jetzt komplett überrannt. Hoppala. Shit. One on side. In one car. Komm, der schafft er noch. Bitte. Ah, schade. Es ist doch jetzt direkt vom Startfeeling was ganz anderes, oder? Alle sagen an, alle begrüßen sich und so. Ich gehe durch mit Elise. I'm DMG. You shoot very well. Oh, thank you. Ich schieße sehr gut für einen DMG, bin ja auch so plumm. Report. Report. Nein, wer schießt denn hier jetzt, bitte? Ich denke, die gehen nochmal A. Jo. Smoke and flash on A. One down. Okay. Oh, er pusht mich, shit. Alter Falter. Ey, die gehen aber ultra fast dran, die Jungs, ne? Die rennen einfach rein. Aber so Leute kann man ganz gut pimmeln, wenn man dementsprechend steht. Eko? Kauf da einfach ein, der Döde, ne? Who is cheating? All of them, I think. Green cheatet angeblich 100%, sagt er. I have a good eyes. Er hat gute Augen. Okay. Ja, gut. Die werden direkt wieder kommen. Ich stelle mich hier hin und chill. Ja, genau so kann man sie dann aufhalten. A1 out. A is down. I'm rotating. Ja, und schon ist Grün down, Jungs, hä? Pillepalle. Der hat doch jetzt überhaupt keine Probleme gemacht, der angeblich Cheatende. Der war einfach weg. Nice. Scheiße. Tetris ist down. Darf ich kurz? Danke. Nein, jetzt laufe ich in die AWP rein. Scheiße. One is still T-Stairs with AWP. Bitte lass mich von dem nicht holen. Ich renne ihm halt wirklich komplett rein. Ich stelle mich so hin. Kill mich! Oh, B-Bomb. Und vor allem ist da gerade nur einer auf B. Das heißt, wenn sie jetzt alle full drauf gehen, könnten sie sogar defusen. Ja gut, aber mittlerweile jetzt nicht mehr, ne? Solange wie das dauert. Uff. Und jetzt geht er eh rein, oder auch nicht. Okay, die Jungs sind, glaube ich, nicht ganz auf der Höhe vom Ranke. He's coming kitchen. Kitchen. Nice. Da. One out, one down. Ace clear, guys. Jetzt gehen sie alle rum. Yeah, you don't need to rotate. Ich chill hier ein bisschen. Und da. Da, das war der Hacker übrigens. Kein Schuss, kein gar nichts. Okay, rotating. Scheiße. Uff. Short one. Okay. He's down. He's low HP. Okay. Nice. Zwei Leute durch die Smoke geholt. Nice face. Okay, thanks. Das war sogar ein Atze, ne? Hab ich gar nicht gemerkt. Ach Gott, wenn ich ehrlich bin, hab ich das ja nicht gemerkt. Flash on A. One down. They're pushing. Yeah, looks like A. Nice. At least two in front of A. Ey, da kommen zwei. Hallo, warum schiebst du rum? Junge, mein Mate geht einfach weg. Ich sag, dass da zwei sind und einer sagt Mittel, sagt irgendwas mit Mittel und es ist überhaupt niemand auf Mitte und alle gehen Mitte. Was? Oh, raffiniert. Und das war nicht so gut. Eko, Bicke? Oh, er kauft eine AWP. Zwei AWPs in der Eko? Bitte, Jungs. Ich spiele es trotzdem geil, aber das muss doch echt nicht sein jetzt. Ach, Lenev. Ich bin ihm doch so easy eben reingerannt, oder? Er zieht auf den Mate hinter mir, drückt ab und ich... Naja, okay, wir haben ja eben eine Eco gemacht. Mit zwei AWPs. We got the bomb. No, hi from Russia. Oh, Mother Russia. Mother Russia. Wer ist das überhaupt? Der Höllenfeuer.
Oh, nice. Ich glaube, die haben nicht so ganz den blauen durch. Der sagt andauernd All B und dann sind es doch nicht alle. Ja, mit ist nämlich auch einer, merkst du was? Nice try. Schade, gut auf. Okay, so richtig ernst nehmen sie es leider nicht. Ich habe sie so hoch gelobt vorhin. Also ich meine, es ist ja nach wie vor ein schönes Spiel. Trotzdem. Aber wenn sie etwas mehr versuchen würden, dann wird da auch mehr gehen. Er ist doch an der Kante, mach ihn doch bitte. Er chillt da einfach und keiner trifft ihn. Wie viel habe ich ihm gegeben? 20. Gegen einen Aimer will ich eigentlich umgehen mit der ganzen Bande. Let's go B, let's go B. Ja, mit der ganzen Bande hier antreten. Oh Gott. Nein! One is still on A, he's half low HP. Das war der low HP, mein Freund, warum killst du ja nicht? One is still low HP. Oh mein Gott, bitte Jungs, konzentriert euch. Der eine ist U-Low. Kitchen killt gleich gelb. Er ist einfach offen für Kitchen. Und er hier guckt nicht in Kitchen rein. Er hat den Cross nicht. Nice. Na also, es geht doch. Lustige Jungs, ja, auf jeden Fall. Nur mit dem Gewinn ist es so schwierig, ne? Nice glasses. Thank you, thank you. Beautiful ass too. I work on it every day. Oh damn. Oh damn. Son, where'd you find this? Also wie gesagt, dieser Leaf-Kerl, er wirkt, oder Leanef, wirkt halt einfach wie jemand, der möglicherweise so wie ich etwas höher ist von der Elo her und darum hier auch ein etwas leichteres Spiel hat. Ich meine, ich habe ja vorhin auch recht locker einen Ace gemacht und ich denke, er ist wahrscheinlich auch Supreme oder sowas. Die Jungs waren ja überrascht, als ich DMG gesagt habe, so von wegen, wow, really? Oh nice, it's so high above, I can't believe it, I can't even say it, I can't touch it. Weißt du, Dark Souls, wait a minute, Blau, warum guckst du auf den Boden? Blau? Stopp! Wehe, das bin rein. Jetzt zum Ende, wo ich sie so gelobt habe. Wenn er jetzt wirklich hacktechnisch anfängt, nur weil er glaubt, dass jemand hackt, das ist einfach so unglaublich fucking derm. Wir gucken alle auf den Boden, ich tue einfach aus, dass wir nicht runtergucken. Ja, es ist ein ziemlich schöner Boden, ne? Guck mal da, die Steine. Mhm, ja, spätgotisch, bärig im Abgang. Könnt ihr aufhören auf den Boden zu gucken, bitte? Sie suchen sich, glaube ich, nur Fixpunkt. Nates, bitte Blau, mach jetzt keinen Scheiß. Ich will jetzt den Titel haben. Ich mache den Titel trotzdem, aber ein Fragezeichen dazu. Er macht nicht, er steht einfach nur da. Jetzt habe ich meinen Midspawn komplett versaut. Ich bin wahrscheinlich tot. In 3, 2, 1, I'm day. Nein. Du haariger Affe. Jetzt muss ich ein Fragezeichen in den Titel schreiben. Ich bin jetzt auch gleich auf die Ranks gespannt, ob sie wirklich unter mir stehen bezüglich ihrer Spielerei. Oder ob das nur ein Zufall ist oder war. Da macht der Lurch einfach in der einen Runde auf Assi. Fuck, jetzt habe ich die scheiß Ranks nicht offen gehabt. Ich bring mich um! Kann ich irgendwie die Ranks nachgucken, bitte? Naja, also das Ende war jetzt nicht so schön. Da hatten wir leider wieder den Fall, unabhängig ob jemand hackt oder nicht im Gegnerteam. Solange einer so dumm ist und es vermutet oder glaubt und dann selbst anmacht, kommen wir mit CSGO als Community, also als CSGO-Spielergemeinschaft, nicht weiter. Jeder hasst Hacker, aber es gibt so viele, die dann gegenhacken, wenn sie glauben, dass einer im Gegnerteam ist. Und das ist halt wirklich dumm. Irgendwie so ein bisschen ungeachtet des Schlusses habe ich auf jeden Fall tausendmal mehr Spaß gehabt jetzt bei dem Spiel als bei den ganzen Spielen davor. Bis auf genau das letzte, weil das war ja ähnlich geil. Nur, dass wir da gar keine Hacker drin hatten. Der Rank zieht einen auf jeden Fall aus dem absolut tiefen Moloch raus. Außer man hat einen Rank, der halt genau in diesem Bereich spielt. Ihr könnt euch die Rankverteilung anschauen und gucken, auf welchem Rank sich die meisten Spieler befinden. Und logischerweise habt ihr da dann auch die meisten Hacker, aufgrund der hohen Spielerzahlen. Und wenn du dann nach außen gehst bei der Verteilung und halt auf den Ranks möglicherweise irgendwann spielst, auf denen die geringste Spieleranzahl sich bewegt, hast du halt da logischerweise in Zahlen weniger Cheater als da, wo sich alle rumdrücken. Wenn wir aber natürlich durchgehend mit oder gegen Cheater irgendwie so Kack-Games haben, dann kann ich für den Rank natürlich nicht garantieren. Naja, komm Leute! Macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch beim nächsten Cheater-Experiment. Und da hoffe ich aber ganz feste auf wieder ein cheaterfreies Spiel, so wie beim letzten Mal. Vielen Dank fürs Anschauen, fürs Kommentieren und fürs Bewerten. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Freitag und natürlich im nächsten Livestream morgen 18 Uhr. Und ein ganz großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. Pussy!